Also ich versuche mal zu filmen. Jetzt sind wir Donnerstagabend. So sieht er aus. Im untergehenden Abendlicht. Also er ist jetzt nicht geputzt. Er ist nicht voll sauber. Das wird er dann sein, wenn er gesaugt ist und so weiter. Der Kofferraum ist also relativ klein, weil eben hier unter dieser Gummiablage Blech ist. Ne? Da ist zu, da hat man also das Platz. Ich habe da eine Decke drin. Es gibt kein Ersatzrad, keinen Platz fürs Ersatzrad, deswegen diesen Reifenfüller, Verlängerungskabel, Wannkreuz, Einkaufstasche. Voilà. Das ist so ein Aufkleber, den habe ich machen lassen, dass es hinten dran versteht, wer fährt. Vier Türen. Im Sommer funktioniert es einwandfrei. Also hier ist er ist nicht geputzt, wie gesagt. Ich habe die Ledersitze reinbauen lassen. Die kommen aus einem Zweitürer, einem 16-Ventiler. Deswegen habe ich nicht die Lederinnenverkleidung für die Türen. Das ist halt normal. Im Winter, das ist halt so Peugeot 106er Krankheit, da kann mal eine hintere Tür ein bisschen schlechter zugehen. Also sie geht zu, aber sie geht dann wieder auf. Wie gesagt, er ist nicht gesaugt. Das ist dieser vermaledeite Kostenvoranschlag von Citroën Belfort von vorhin. Das ist also der Innenraum. Da habe ich so Iphone-Halterung noch drin. Radio von Pioneer. Ich habe eins genommen, was also CD macht und so einen USB-Anschluss hat. Ich habe aber vor allem Pioneer genommen, weil die Trennschärfe gut ist. Das heißt, man hat keine Parasiten vom Motor. Da ist die Anzeige. Das ist hier der nächste TÜV in Frankreich. Dezember 2013. Das ist also die Vorderansicht. Voilà. Ich kann mal Motorhaube aufmachen. Also, das ist diese Delle. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist halt das Brett ist so drauf. Und das macht hier so eine Delle rein. Das sieht man hier unten, wo das aufgedotzt ist. Da fehlt halt so ein Zentimeter Tiefe. Das können Sie mir machen. Bis Donnerstag. Das kann ich reparieren lassen. Dann kann ich halt aber mit dem Preis nicht ewig weit runter gehen. Jetzt machen wir mal die Motorhaube auf. Motorhaube rechts vom Emblem. Emblem ist getauscht, dass das auch richtig gut glänzt. Da haben wir hier die Motorsequenz. Hier ist der Stutzen, wo man die vier verschiedenen Wasserkreisläufe auffüllt. Die Zusatzbatterie, der Regulateur. Das ist der Farbcode, EWPA. Die Nummer hinten dran 8043 U7. Das zeigt an, wo es gebaut worden ist. Der Rest kann man nicht viel hier entnehmen. Die Wasserpumpe, die getauscht ist gegen diese Brushless, diese bürstenlosen, das ist dieses Teil hier, was da unten ist. Da muss man die ganze vordere Stoßstange dafür abnehmen. Die ist also drin, weil die Originale, da hat man kein großes Vertrauen. Nach 34.000 Kilometer war die statistisch im Eimer. Als Zubehör, das ist so meine Installation hier. Da habe ich hier oben in der Höhe einen Kanister mit Loch. Da fülle ich mineralienfreies Wasser rein. Da ist so ein Hahn. Da hat man so einen Aquariumschlauch, den kann ich da dran machen. Und die andere Seite vom Schlauch mache ich dann ans Auto dran mit diesem Stutzen. Das ist so ein Stutzen, der, wenn man auf die Innenseite, auf das Innenteil draufdrückt, dann den Fluss freigibt und der genau auf diese vier Stutzen draufklickt, die ich gezeigt habe vorne im Motorraum. Das ist, wo ist denn der Kleine?
Das ist der Kasten, wo man die Angaben hat, um selber auf der anderen Seite dann drauf zu drücken. Das sind zweimal drauf drücken und dann ist die Sache erledigt. Da kommen so Leuchtdioden, um beim Wasser auffüllen vorher die entsprechende Ladung zu provozieren und diesen, falls die Warnleuchte auftaucht, eben ausschalten zu können. Das ist die andere Seite vom Stecker und da gibt es hier noch so diesen Lexia 3, diesen Apparat, den man über USB-Kabel an den Rechner anschließen kann. Das gebe ich mit, wo man noch andere Sachen auslesen kann. Also dieses kleine Steckerle macht man im Fahrzeug unter dem Lenkrad, unter dem Fahrersitz. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ist hier unten dran Kabel, Zugang zu dem Kabel. Und da kann man es dran stöpseln. Voilà.